Die Proteste vor dem Bundesverwaltungsgericht am Tag der Urteilsverkündung, sie blieben ziemlich überschaubar. Ein gutes Dutzend Demonstrierer vor dem Gerichtsgebäude. Im großen Sitzungssaal war jedenfalls fast kein Platz mehr zu bekommen. Die Entscheidung des 7. Senats des Bundesverwaltungsgerichts, sie ist deutlich. Fahrverbote sind danach grundsätzlich zulässig. Der Senat hat heute entschieden, dass Verkehrsverbote für Dieselkraftfahrzeuge vor dem Hintergrund des Unionsrechts ausnahmsweise möglich sind. Denn das Unionsrecht verpflichtet dazu, die Grenzwerte für Stickstoffdioxid schnellstmöglich einzuhalten. Deswegen sind die Länder auch gehalten, ihre Luftreinhaltepläne entsprechend anzupassen und Verkehrsverbote zu überprüfen. Aber nur dann, wenn das die einzige geeignete Maßnahme ist, um die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen. Für die Richter entscheidend die europaweit geltenden Grenzwerte von Stickstoffdioxid. Seit 8 Jahren haben die Bestand und werden trotzdem immer wieder überschritten. Schuld daran Millionen von Dieselfahrzeugen. Schnellstmöglich müsse für Abhilfe gesorgt werden, entscheiden die höchsten Verwaltungsrichter. Die Deutsche Umwelthilfe zufrieden mit dem Urteil. Ich bin tatsächlich überwältigt. Wir haben uns in vollem Umfang durchgesetzt. Die Fahrverbote sind möglich, sowohl streckenbezogene als auch zonenbezogene Fahrverbote. Hinsichtlich der Fahrverbote müssen die Behörden in Stuttgart und Düsseldorf nun neu prüfen, ihre Luftreinhaltepläne gemäß der höchstrichterlichen Rechtsprechung anpassen, auch Fahrverbote vorsehen, die verhältnismäßig sein müssen. Aber auch andere mit hohem Stickstoffdioxid belastete Städte werden zum Handeln aufgefordert. Die Behörden müssen reagieren. Dabei hat das Gericht auch Fristen benannt. Das Gericht hat klar gesagt, dass eben Fahrverbote für Euro-5-Fahrzeuge ab 1. September 2019 zu verhängen sind, wenn man nicht in den jeweiligen Städten andere Maßnahmen hat, mit denen man den Grenzwert einhalten kann. Aber in den großen deutschen Städten wie München, Stuttgart, Köln, auch Berlin, denke ich, wird man nicht drum herum kommen, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ein Urteil des höchsten Verwaltungsgerichts, das sicher noch für einigen Gesprächsstoff sorgen wird.